Wir wollen gerne von Ihnen mal wissen, das gepflegte Essen mit Freunden und Bekannten in der Gaststätte, wie sehr fehlt Ihnen das? Das fehlt uns schon sehr. Wir machen die Feier eigentlich immer zu Hause. Ja, aber das Essen gehen mit unseren Freunden, das ist jetzt schon hinfällig, die ganze Zeit. Ja, damit haben wir uns ja abgefunden, aber ja. Weihnachten treffen wir uns in Familie. Und wie stark würden Sie denn vielleicht durch die Nutzung des Lieferservices versuchen, Ihre Gaststätte zu unterstützen? Haben Sie davon schon mal Gebrauch gemacht? Ja, haben wir noch nicht Gebrauch gemacht. Ja, hast du Pizza aber mitgenommen. Ja, Pizzeria zählte genauso dazu. Ja gut, haben wir schon mal mitgenommen. Ja, die müssen ja weiterleben. Also, ja, genau. Es ist eine ganz blöde Zeit. Also würden Sie es auch in Zukunft machen? Natürlich, natürlich. Ja. Okay. Soweit wie sich das bietet, wird das genutzt. Haben wir schon hier vieles gemacht, ja. Und ist es vielleicht auch für Weihnachten eine Option, sich da... Zu Weihnachten haben wir alleine. Wird selber gekocht, okay. Aber so übers Neujahr waren wir eigentlich immer in den Gaststätten essen. So. Mit die ganze Familie. Aber, haben Sie schon mal so einen Lieferservice in Anspruch genommen? Habe ich auch. Ja, was gab es da so Schönes? Beim Griechen hat man kaum erst mir dann nicht am Montag bestellt hier oder auch zum Größten bei den Privaten dann so, dass man die doch ein bisschen unterstützt hier. Das ist schön. Zu der Zeit. Ja, hatten wir schon, ja. Ja. Und? Ja. Machen Sie das ganz bewusst? Von der Gaststätte hat man das. Ach so, von der Gaststätte meinen Sie jetzt Lieferservice? Nee, das haben wir noch nicht genutzt. Naja, aber im Moment darf man ja nicht gehen und die Gaststätten dürfen nur außer Haus liefern. Ich würde das aber noch als beste Lösung so finden, wenn die das machen. Ja, aber Sie selber haben es jetzt noch nicht genutzt. Nein, wir haben es noch nicht gemacht. Naja, vielleicht wird es noch. Naja, warum nicht? Wenn es sein muss. Aber gemacht haben Sie es noch nicht, oder? Nein. Okay, dann vielleicht zu Weihnachten in der Weihnachtszeit. Das kann schon sein, ja. Nein, noch nicht. Brauchten wir auch noch nicht. Sie kochen lieber selber. Genau so ist es. Na dann, viel Spaß beim Kochen. Danke. Also ich nutze es gar nicht. Also es ist sicherlich gut für diejenigen, die das in Anspruch nehmen, aber für mich fehlt so ein bisschen das soziale Menschen, Gespräche, Lautstärke. Ja. Ja, und zu Hause, dann koche ich selber, setze mich an meinen Tisch und gut ist. Aber die Atmosphäre fehlt eben. Die Atmosphäre fehlt definitiv, ja. Warum geht man außer Haus zum Essen? Doch, damit man so ein bisschen Leute hat, Gespräche hat, sich trifft. Ja, okay. Müssen wir noch abwarten. Müssen wir ein bisschen abwarten. Danke. Tschüss.